kicken von rechts nach links in weiß und die Unicorns in ganz grün spielen von links nach rechts. Pardon. Kick ist aufgenommen und Return über die Außenseite. Kurze Lücke für Kozlowski und bis an die 40 und da zu Boden gebracht, aber eine Flagge auf dem Spielfeld. No play. Tiefer Pass auf Minten in die Endzone. Der orientiert sich um und fängt den Ball von Slack. Das ist der erste Touchdown für die Unicorns. Slack auch der Holder für den Kick. Der steht und Tim Stadelmeier verwandelt. Und damit 7:0 Führung für die Unicorns. Ich runter. Jetzt Pass auf O'Meara, but Interception von Giuseppe Della Vecchia und der kommt in die Endzone und macht den zweiten Touchdown Unicorns. Kommunikationsprobleme gibt, aber das läuft momentan gut und Kozlowski schon wieder auf dem Weg in die Endzone. Super Blocking von der O-Line der Unicorns. PAT, Point After Touchdown aufs Feld. James Slack mit dem Hold, der ist gut. Und der Kick, der sitzt auch. Und dann den Fumble recovered hat. Ja, Tyler Rutenbeck, für den ging das zu schnell. Der hat gerade noch den Helm aufgesetzt. Play Action, da ist er gleich. Tiefer Pass von Slack auf Rutenbeck. Und prompt die Antwort auf diesen Fumble. Von Tyler Rutenbeck, super schwer zu verteidigen. Na, und so schnell geht's. Snap kommt etwas low, aber trotzdem, Field Goal Versuch gut und damit die Ravensburg Razorbacks auch auf dem Scoreboard Anfang des zweiten Quarters. Da ärgert man sich auf jeden Fall. Wieder Blitz von den Unicorns, Ball über die Mitte zu Tom Müller und das ist der erste Touchdown für die Razorbacks. Nicht eng genug an seinem Gegenspieler dran und damit Touchdown für die Razorbacks und auch der Extrapunkt ist gut und die Razorbacks verkürzen auf 28:10. Ja. Wieder Schüle, die Außenseite ist frei und er hat da eine Lane, bricht nochmal einen Tackle und kommt bis in die Endzone, aber wir... Es ist auf jeden Fall Zeit für noch zwei Plays für Ravensburg. Ja, die werden jetzt in die Endzone gehen. O'Meara geht dorthin zu Kearns und der Ball ist gefangen. Und das sind die nächsten Punkte für die Razorbacks mit Ablauf der ersten Halbzeit. Sehen. Zu ziehen, was ihm nicht gelungen ist. Und jetzt der Zusatzpunkt, der ist auch gut und damit Unicorns 35 und Ravensburg 17. Das ist der Halbzeitstand. Was 62,5% entspricht. Ja, und die Unicorns kicken den Ball zu den Ravensburgern. Definitiv. So, das geht raus in der Motion. Corner Route auf Minten und der fängt den Ball. Ja, Marco, und wir haben auch die erste. Touchdown, Unicorns. Wir haben genau. Mit dem nächsten Touchdown erweitern die Führung um 7 Punkte, denn auch dieser Kick ist gut. Links 1 gegen 1 Situation, da geht er auch hin, James Slack in die Endzone zu Yannick Baumgartner und der kann den Ball finden und fängt ihn auf sicher und damit nächster Touchdown für die Unicorns. Und diese Saison direkt im ersten Spiel. Und die Chance zum nächsten Punkt. Tim Stadelmeier mit dem Kick. Und auch Tim Stadelmeier bleibt heute seiner Linie treu. Jeder Kick, ein Treffer, 7 von 7 Point After Touchdowns heute gemacht. Und die Uhr läuft aus. Die Unicorns werden also dieses Spiel mit 49:17 gewinnen und damit ihren Rekord zu 5:0 verbessern. Und ich weiß,